Hallo YouTube. Ich wollte es eigentlich nicht in Vollversion spielen, aber ich tue es doch. Ich wurde gefragt, aber ich werde es nicht alleine tun. Ich werde mir gleich Hilfe von der lieben Peri holen, dass sie mich mental unterstützt, weil das ertrage ich sonst nicht. Das ist mir zu schlimm. So, dann gehe ich jetzt mal die Peri holen. Bis gleich. Sag mal Hallo, Peri. Ich dachte, du sagst jetzt Hallo, Peri. Ich habe ganz kurz überlegt, ganz kurz. Die Versuchung war da. Ja. So, also ich denke, ich werde dir nicht ins Ohr schreien, aber es ist furchtbar. Ich weiß nicht, ob es jetzt wieder komplett von Anfang anfängt. Ja, tut es gut, dann erkläre ich mal nicht, worum es da geht. Dann fangen wir nochmal von vorne an. So, also wir spielen eine Dame, ich habe den Namen schon wieder vergessen, den habe ich vorhin irgendwo gelesen. Und wir haben, wie wir da sehen, uns von Liam getrennt und hoffen, dass er es gut aufnimmt. Kennst du da was von? Hast du das gesehen? Okay. Oh Gott, Moment. Muss mir Liam leid tun oder war der ein... Das wirst du gleich noch sehen. Ich ziehe nur in weiser Voraussicht einmal mein Flauscheoberteil aus, weil mir jetzt schon warm ist. Weil ich weiß, was kommt. Sexy Flushy Time. Nee, ich habe da drunter noch eine Flauschjacke an. Deswegen ist es ja so warm. Okay. Also, dann, wir sind jetzt zu Hause. Wir haben ein ganz tolles Zuhause. Okay, mit der Maus kriege ich die Tür auf, nur damit ich das weiß. Wir haben einen frei schwebenden Kamin, wo ich in der Demo gefragt habe, geht das wirklich? Ich glaube, sowas geht, aber ich weiß nicht, ob ich sowas haben wollen würde. Ich auch nicht. Aber warum ich diese Wohnung nicht haben wollen würde, ist zu... Diese Fenster. Ach so, ich dachte, du wolltest gerade fragen, warst du das Geräusch? Nein. Nein. Das war unser Magen. Ich habe so Hunger. Machen wir uns was zu essen. Oh, auch hier. Ich könnte so nicht schlafen. Nee. Ich weiß nicht, in welcher Etage das so ist, aber... Aber es sieht nach Erdgeschoss aus, da war ja Terrasse. Ich habe nicht mehr gemerkt, dass... Das ist eine Pfanne. Ja, eine sehr saubere Pfanne. Ach, das ist das Bratenfett noch von gestern, vom Speck anbraten. Das gibt jetzt Geschmack. Das ist aber... So, was braten wir denn? Vielleicht was im Kühlschrank? Ja, den habe ich gerade nicht aufmachen können. Ist das überhaupt der Kühlschrank? Ach so, Guck mal, wow. Wir haben sehr viel Ketchup. Organic Food. Das sieht aus wie Katzenfutter. Ja, ein bisschen. Kann ich den Kühlschrank wieder zumachen? Ja. Irgendjemand klopft. Nimm vielleicht mal das Essen vom Herd so lange, oder? Ja, nö. Möchte sie nicht. Klar. Man geht immer weg vom Herd. Nein. Wer ist da? Willst du Liam sprechen? Ich kann es versuchen. Also, wer ist da? Hey, Honey, can I come in? Liam, warum sprichst du Englisch und ich Deutsch? Ich bin Ausländer. Liam, ich habe dir gesagt, es ist vorbei. Also kannst du nicht reinkommen. Ach komm schon, du kannst mich doch nicht einfach so verlassen. Ich liebe dich mehr als alles andere. Es ist vorbei, Liam. Geh nach Hause. Oh. Open the door, Kate. Nein, ich werde die Tür nicht öffnen. Und ich liebe dich nicht mehr. You will be mein against so, du wirst nein sein. I'm sorry. Oh. Klingt, als wäre er weggegangen. Gott sei Dank. Das Essen sollte jetzt fertig sein. Das Essen sollte jetzt verbrutzelt sein. Das ist jetzt angebrannt des Todes. Oh, Ich hab ne Dings hier gekriegt, für Essen direkt aus der Pfanne zu essen. Yay. Ein Bad sollte mich wieder runterbringen. Ich würde nie im Leben mit so viel Fensterfront, so einem Ex-Freund vor der Tür, einfach so, ja, geh ich jetzt mal baden.
Es hat auch rundum, ist das freistehend alles hier, dass es so viele Fenster rundherum hat? Ja, anscheinend. Also auf der Seite nicht. Oh, aber das Bad ist fancy. Was war das? Ich mache meine Kopfhörer mal ein bisschen leiser. Das klang wie zerbrochene Fenster, oder? Ja, wie kann das nur sein in einer Wohnung mit vielen Fenstern? Oh, was ist denn hier los? Ah, gib mir noch eine Chance, bitte. Ich werde dich besser behandeln. Alles, was du willst. Ich habe meine Lüfter nicht hochgestellt. Scheiße, ich habe eine Warnung. Ja, Achtung, Achtung, es wird heiß. Eine Sekunde, Liam. Ich muss kurz meine Lüfter höher stellen. So. So, versprochen. Nur eine Chance. Oh, scheiße, ich habe einen Knopf gedrückt. Nein, nein, nein. Ich muss gehen, bevor er noch irgendwas Schlimmeres tut. Oh Gott, ich weiß, was kommt. Piri, bitte nicht schreien, ja? Ich sag's dir nur. Ich schrei. Hi, Kate. Hab ich mich in der Demo verjagt, ne? Das glaube ich. Hallo? Ein Lagerfeuer. Ich dachte gerade, es wäre abgestürzt, aber alles gut. Also das Erste, wir rufen unseren Opa an. Wieso? Vielleicht ist es ein sehr rüstiger Opa. Machst du den Opa? Okay. Hallo Opa, ich brauche deine Hilfe. Hey Kate, was ist los? Ja, Liam ist in mein Apartment eingebrochen und hat mich gejagt. Ich bin gerade so davon gekommen und parke jetzt einfach in Seelenruhe vor meiner Haustür, während er hier rumläuft. Und jetzt bin ich in meinem Auto und weiß nicht wohin. Das ist furchtbar. Bist du in Ordnung? Hat er dich verletzt oder so? Nö, ich bin weg, bevor er was tun konnte, aber ich habe total Angst, dass er mich finden könnte, während ich hier einfach vor meiner Wohnung parke. Opa? Okay, ich denke mal, du suchst für einen Ort, wo du die Nacht überbleiben kannst. Ja. Du kannst kommen und bei uns wohnen, solange du möchtest. Wie auch immer, ich bin momentan auf einem Business-Trip für eine Woche, eine Geschäftsreise. Ja, das ist ja cool. Es wird immer noch sicherer sein, als hier zu bleiben. Kann ich da jetzt sofort hinkommen? Ja, ich sende dir die Adresse, weil du nicht weißt, wo dein Opa wohnt. Der Schlüssel von meinem Haus ist natürlich ganz klischeehaft in einem Blumentopf. Und denk dran, immer die Türen abzuschließen, wenn du rausgehen solltest. What? Du kannst immer erst auch durch das Guckloch gucken, weil das natürlich auch alles abdeckt. Ja. Okay, danke, Opa. Du bist ein Lebensretter. Nicht die Polizei, sondern du, Opa. Kein Problem. Ich hoffe, es wird alles gut. Und trau dich ruhig jederzeit oder zögere nicht, genau, mich jederzeit anzurufen, falls du noch lebst. Ich sag nicht tschüss, ich leg einfach auf. Ja, Gott, ich wusste das einfach hier hinten immer schon. Kann ich was tun? Muss ich was tun? Nein, ich muss nichts tun. Das passiert von alleine, Gott sei Dank. Hat er gerade die Autotür auch und zugemacht? Ja, er hat sie aufgemacht und wir sind losgefahren. Ich hätte es ja nicht auf der Rückbank sitzt. Escape from Liam. Das war knapp. Gott sei Dank habe ich es geschafft. Liam wird nicht in der Lage sein, mich jetzt noch zu finden. Außer er hat das Telefongespräch gehört. So, ich bin endlich frei von dieser toxischen Beziehung. Und meiner Wohnung. Ja. Und Opa wohnt im Wald. Natürlich wohnt er im Wald. Deswegen ist er ja auch auf einem Business-Trip. Wart mal ab, was Opa im Keller hat. Ich weiß nämlich, was Opa im Keller hat. Und dann kannst du mir das vielleicht erklären, weil ich hab's nicht verstanden. Oh nein, hat Liam es geschafft, mir zu folgen? Ah nee, ich werde nur paranoid. Wahrscheinlich war es nur ein Nachbar. Wie soll der jetzt auch so schnell zu Fuß dahin gekommen sein? Vielleicht hat er daneben geparkt, der ist ja irgendwie auch zu uns da zur Wohnung gefahren. Nee, weißt du was? Der hing einfach noch an unserem Aufbruch. Wir haben es nur nicht gemerkt. Wir haben ihn mitgeschliffen. Genau, und dann sind wir uns kurz verfahren und er ist einfach durch den Wald gelaufen. Ach, ich erinnere mich. Das war die Taschenlampe, die, ob du egal, ob du sie anhast oder nicht,
Ich mach's mal ein Tiki-Taki heller. Ja. 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 Hat das geholfen? Ich weiß nicht genau. Ja. Also auf meiner Seite ja. Okay. Schickes Sportauto. Wir haben kein Kennzeichen. Wir werden. Siehst du, da hing er dran. Ja, am Kennzeichen. So, Opa sagt Blumenpott, ne? Ja. Er hat nur vergessen zu erklären, unter welchem. Muss ich das erst machen, damit er mir dann was sagt, ja? Nein. Ich bin der Meinung, der Schlüssel war in der Demo nicht in einem Blumentopf, aber vielleicht ist es ja jetzt in einem Blumentopf. Oh. Na, wollen wir in den Keller? Ja. Ich glaube, der Keller sieht anders aus. Der Keller. Kannst du da die Stange mitnehmen? Die Stützstange vom Haus? Nee, links, da liegt noch genau da an der Wand. Da lehnt doch eine an, oder nicht? Die an? Echt? Die? Da. Ach, das ist eine Schaufel, oder? Nee. Nee, das ist eine kleine Stützstange. Die nicht benutzt wird. Es ist tatsächlich ein anderer Keller. Was höre ich da? Strom? I don't press the buttons here. Warum willst du nicht die Buttons drücken? Noch eine Ersatztaschenlampe und eine Nierenschale. Warum ist hier eine Nierenschale? Also, nur damit du Bescheid weißt, in der Demo waren hier Särge. Ah, vielleicht ist Opa Schreiner. Deswegen wohnt er vielleicht auch im Wald. Das beste Holz, you know? Ich sagte nämlich, er ist Bestatter. Und dann dachte ich, aber warum hast du denn so viele Särge im Keller? Als Schreiner vielleicht. Dann müsste der Bestatter sie nur abholen. Bin ich schon einmal rum hier? Der eine Blumentopf ist weg. Nee, das ist die Rückseite. Ja, was denn für ein Blumentopf? Genau so aus. Hä? Gibt's noch mehr Blumentöpfe? Oh, echt jetzt? Ich muss aber nur näher ran. Oh, es ist dunkel hier. Komm, wir machen mal ein paar Lichter an und finden das Schlafzimmer. Ich möchte so schnell wie möglich ins Bett. Das wäre das Letzte, woran ich jetzt denken würde. Abschließen? Achso, ey, warte mal, guck mal. Das ist auch neu. Jetzt habe ich abgeschlossen. Das ging in der Demo nicht. Oder ich war zu blöd. Also sie wollten nur das Licht anmachen und ins Bett, ne? Ja. Oh Gott, ein quietschendes altes Haus mitten im Wald. Ja, Opa. Nee, schlafen im Dunkeln? Never. Liegt da die Heizung am Boden? Was? Ja, Opa ist halt nicht perfekt, ne? So, eine Heizung reicht. Vielleicht hat er die gerade erneuert. Das kann nur sein. Bett? Ist das vielleicht Opas Bett? Da war. Hä? Da war doch gerade eine Hand. Da. Wir schlafen mal in Opas Bett. Da hat Opa bestimmt nichts gegen. Er ist ja eh nicht da. Da dachte ich so, guck mal, jetzt ist hell. Ne? Ja, oh, habe ich so lange geschlafen. Dachte ich so, ja, guck mal. Opa schon wieder zu Hause? Das hätte er uns doch gesagt. Du Nuss. Opa hat Schimmel. Ja. Opa muss renovieren. Opa, bist du es? Guck erst durchs Peephole. Kann ich das hin und her? Better safe than sorry. You used the peephole for the first time. Ach, guck. Aber ich kann nur geradeaus gucken. Ja. Ich kann nur gerade ausgucken. Gut, ja, da ist keiner. Dann kann ich die Tür ja auf. Achso, ich habe ja abgeschlossen. Hallo? Oh, ein Brief. Letter has been added to your collection. Lieber neuer Besitzer des Hauses. Ich bin der vorherige Besitzer. Ich vergesse mal, was Menschen heißt. Villa? Herrenhaus. Herrenhaus. Ich bin der vorherige Besitzer dieses Herrenhauses. Und du bist die Person, nach der ich gesucht habe. Ich hoffe, dass ich dich ein bisschen hier so in der Gegend
für eine Weile in der Gegend sehe. Ich bin sicher, wir werden gut miteinander klarkommen. Ich werde dich beobachten. Huh. Mich beobachten? Das ist das Letzte, was wir wollten. Ja. Oh shit. Ich muss zum Store gehen, bevor es dunkel wird. Lass uns, wir sollten vorsichtig sein. Kann ich hinter mir die Türe? Tatsächlich. Okay. Dann gehen wir mal zum Store. Ich steige über den Beifahrersitz ein und krabbel dann rüber. Hab ich schon mal gemacht, weil im Griff von meiner Fahrertür eine Megaspinne hing. Der Convenience Store. Was ist das? Eine Art von Papier? Was? Hä? Wovon sprichst du? Hä? Check out the paper? Was für ein Paper? Das Paper hast du jetzt von 300 Meter Entfernung gesehen? Warum sollten wir uns Müll am Boden angucken? Missing Person Poster. You found a missing person poster. Found ein kleines Stück davon, ne? Oh, das ist aber unheimlich. Es sieht ein bisschen nach mir, aber mir ähnlich. Was ist denn Entry Collection? Ach, auf der Rückseite. Ashley, wir heißen aber Kate, ne? Ja. Vermisst seit dem 15.08.2013. Bitte helft uns, Ashley nach Hause zu bringen. Wenn du irgendwelche Informationen hast, egal ob welches kleinste Detail, kontaktiere die Polizei. Deine Hilfe würde einen Unterschied machen. Ich hoffe, sie haben sie gefunden. Wie komme ich hier wieder weg? Achso, press tab to look at the shopping list. Shopping list! Natürlich Dosenfutter. Ja, die kann nichts anderes. Oh. Wow. Sprichst du den Stranger? Ja. Oh, hi. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Bist du neu? Ja, ich bin gerade erst eingezogen. Oh, wo wohnst du denn? Das geht dich überhaupt nichts an. Bist du allein? Ich muss mich beeilen. Sorry, ich gehe jetzt. Okay. Es ist aber schade. Gott, wer hat denn sich gerade rumgedreht? Ja. Dosenfutter. Wo ist Dosenfutter? Ja, Special Offer. Special Offer. Ja. 75%. Oh, guck mal, da ist sie ja. Kann die ja ewig. Hätte ausgesorgt. Da oben war es, glaube ich, oder? Oben im Regal? Ja, da, das Gelbe. Ah. Ihre Lieblingssorte. Mhm. Chips. Soda. Wer ist da reingekommen? Okay, er geht. Was macht der? Ich wusste nicht, dass er geht. Geht er zu unserem Auto? Okay, es sind seins. Wir sind weißes, okay. Okay, hat er gehört. Milch. Milch? Oh, da rechts waren die Cornflakes. Wo? Links, genau also. Da. Und Wein. Das hier? Klar, kann nicht kochen, okay. Weißt du, aber Hauptsache eine Flasche Wein. Premium-Qualität. Das ist alles. Jetzt muss ich dafür zahlen. Oh, ich habe hier einen Bruder gesehen. Hallo, ist das alles? Ja. Okay, 22,50 macht das. Das ist ein bisschen teuer, oder? Ja, wer weiß, was das für ein guter Wein ist. Danke, dass du hier eingekauft hast. Ich kann sehen, du bist neu hier. Wie lange wirst du denn bleiben? Der hat ja geflochten. Guck dir mal den Bart an, der hat ein geflochtenes Zöpfchen. Na, he's fancy. Kein Problem, weiß ich noch nicht. Nicht lang, denke ich mal. Sie hat jetzt die Tüte über den Kopf gezogen. Alles klar, hab einen guten Tag noch. Und hier deine Einkäufe. Danke, dir auch. Diese Gruseltüte, ne? Ja. Die natürlich auch 1A stehen bleibt an den Henkeln, ne? Wie mit Stärke gewaschen. Tja, die halten wir unten drunter. Hast du dich erschreckt? Ja. Du hast deine Filter, glaube ich, zu hoch. Man hört dich gar nicht mehr schreien. Oh, ich glaube, das war einfach zu hochfrequent.
Es hat alles vibriert hier. Weißt du, ein junges, wunderschönes Mädchen wie du sollte nicht alleine hier draußen sein, so einfach. Was willst du von mir? Oh, ich habe einige Wünsche, aber ich denke, es ist besser, sie bleiben unausgesprochen. Sei vorsichtig und lass mich dich nicht alleine kriegen. Ich brauche deine Warnung nicht. Respektiere meinen Freiraum und bleib weg. Ich muss da immer an Cartman denken. Kennst du die Folge mit Respektiere meine Autorität? Nee. Muss ich mir mal anschauen. Und dann haut er mit dem Knüppel irgendwo drauf. Wie lange waren wir einkaufen? Wieso? F für Flashlight vielleicht? Also, haben wir das dabei? Ja, tolle Flashlight. Hey, wir sehen zumindest die Treppe. Haben wir vergessen abzuschließen? Nein, ich habe abgeschlossen. Oh, die Musik, ne? Wir waren nur einkaufen, es ist alles gut. Dumm. Guck mal, ich habe die Küche gefunden. Auf Anni, ich bin stolz auf dich. So schnell möchte ich auch einräumen. Ich da oh Gott, bewegt. Wein im. Ja, irgendwie. Willst du nicht? Das war das Fenster, wo es zum Keller geht, oder? Oh, willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause. Du siehst hübsch aus. Du sahst hübsch aus im Laden heute. Ja, ich weiß das Wort, aber es macht mich wieder nervös. Ich kann nicht abwarten, dich wiederzusehen. Ich will nicht in den Keller gehen zum Stromkasten. Können wir nicht einfach im Dunkeln schlafen gehen? Ich komme näher. Das ist aber in dem Haus. Ja. Siehst du, dass du rauskommst? Ist er innen oder außen? Ich bin bald da. Oh Gott, was soll ich tun? Hinterm Bett verstecken? Oh Gott, oder was ist, wenn ich schon da bin? Ich stehe am Ausgang, ich kann zur Not rausrennen. Weißt du, wenn du schnell genug bist im Umdrehen und weglaufen? Ja, ich hab Reflexe. Wie ein Hase, ja. Ja. Yeah. Nee. Achso, ja, stimmt. Hallo? Ist das ein Zwerg oder? Warte mal, stand da eine Tasche neben der Tür? Am Boden, oder? Ja, rechts neben der Tür. Das ist wahrscheinlich unser Koffer her. Bestimmt von uns, oder? Weil wir. Nee, warte, wir können ja nicht gepackt haben. Ich wollte gerade sagen, wir haben nicht gepackt. Die Tür öffnen? Niemand, der bei Verstand ist, würde jetzt die Tür öffnen. Was soll ich tun? Check the door. Ach so, ist da wirklich die Door? Das ist doch nicht. Hallo, neuer Besitzer. Gratuliere zum Einzug. Du wirst vielleicht denken, dass dieses Herrenhaus ein Rückzugsort ist, aber jeden Schritt, den du tust, der. Das kann ich jetzt nicht übersetzen. You take reveals a deeper game. Du deckst damit einen tieferen Sinn auf oder sowas. Ja. Ich bin bei dir bei jeder Entscheidung, jedem Schritt. Es gibt kein Entkommen davon, dass du irgendwann warst. Das Gerät außer Kontrolle. Ich muss wegfahren. Ja. Jetzt musst du die Polizei anrufen, ja? Drive away. Ich abschließen? Na, sieh hier. Schließ das Auto bitte ab. Von innen? Das sollte, du solltest gelernt haben. Ah, ja, gut. Not now. Bitte, starte, komm schon. Warum jetzt? Ja, ich hätte auch so ein Glück. Natürlich jetzt. Ich meine, wir waren drin. Er hat die Elektrik ausgeschaltet. Er will doch das Auto ausgeschaltet haben. Ich muss wieder rein und die Cops anrufen. Sofort. Call the police. Ja, du hast ein Handy in der Hand. Du hättest.
dich auch einfach... Soll ich jetzt abschließen oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Das wird mir bestimmt, F für Call the Police, zum Verhängnis, weil ich abgeschlossen habe. F für Call the Police. Ich call doch the Police. Achso, S, hier geht das. Ja, nee, ist klar. Ja, weil die auch so lange brauchen zum Drangehen. Was für Menschen Sie? Hallo, ich brauche Hilfe. Ich bekomme bedrohende Nachrichten und Zettel und Texte und ich habe wirklich Angst. Ich bin hier, um zu helfen. Kannst du mir bitte deinen Ort mitteilen? Ich bin bei Piep. Es ist dringend. Habe ich verstanden. Ich werde sofort Officers lossenden zu deinem Platz. Standort. Danke, das fiel mir partout nicht ein gerade. Kannst du mir die Art der Bedrohungen nennen? Hey, sie beobachten mich, folgen mir, schreiben mir Nachrichten. Nee, die Nachrichten werden immer mehr intensiv. Bitte beeilen Sie sich. Okay, bleib bitte am Telefon. Hilfe ist unterwegs. In der Zwischenzeit finde einen sicheren Ort in deinem Zuhause. Das ist krass. Ich gucke ja gerne, also was heißt gerne, also ich gucke auf YouTube immer diese Real 911 Calls und das ist genau das, was die da alle sagen. Okay, ich suche eine secure in my home. To lock the doors. Genau. Ist gelockt, ja. Ne? Was ist mit der Backdoor? Die habe ich nur, also die habe ich nie aufgemacht, aber soll ich die vorher gucken? Ja, willst du die nicht rechts sein? Du, ich verlaufe mich auch in Häusern. Ich meine, sie müsste auf der anderen Seite sein, genau. Aber da ist eine Treppe. Nee, nicht da, genau. Das da? Ja. Ist der Strom noch weg? Ja. Die ist locked. Was ist hier drin? Im Badezimmer. Was? Die schließen sich doch immer im Badezimmer ein. Die kann ich nicht locken. Strom ist weg. Ja, die Türen sind geschlossen. Bitte beeilen Sie sich. Hilfe ist on the way. Genau, Hilfe ist unterwegs. Bleib stark. Ich bin hier so, mit dir so lange, bis die Officers bei dir sind. Wie? Hä? Habe ich nie mitgekriegt. Jemand hat gerade versucht. Die Tür zu. Nee, ich hab grad irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das hat so gepoltert. Ich bin in Panik gekriegt mit dir. Sie müssten jeden Moment bei dir sein, die Polizisten. Da war doch schon wieder was. Warum sagt sie nichts mehr? Die Polizei kommt. Oh, das ist nur Fake. Fake-Sirene. Das ist auch ein Piep. Nee, Handy, ne? Okay, es sieht so aus, dass jetzt alles unter Kontrolle ist. Apprehended, ne? Ja, die haben einen Mann in Gewahrsam genommen, der in einem weißen Van draußen vor deinem... Anwesen. Moment mal. Aber der im weißen Van, das war der mit uns gesprochen hat im Convenience Store. Ja. Sie nehmen ihn mit für einige Befragungen. Sollte sonst noch etwas sein, halte dich nicht zurück, uns sofort anzurufen. Pass auf dich auf. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Natürlich werde ich mich da nochmal melden, wenn irgendwas passiert. Ich muss doch immer was. Irgendwann gucke ich da durch und... Oh, was für eine Erleichterung. Ich habe gedacht, ich werde mich niemals mehr sicher fühlen. Aber vielleicht können die Dinge wieder normal werden. Also ich würde mich da immer noch nicht sicher fühlen. Nee. Sollte jetzt sicher sein. Lasst uns in den Keller. Achso, wegen dem Strom sollen wir in den Keller gehen. Ich will nicht in den Keller gehen. Ich will keinem Spiel in den Keller gehen. Mal, wir werden ja nicht nur von einem verfolgt. Wissen wir denn nicht, ob Liam einen weißen Laster vielleicht auch fährt? Hätte man nicht der Polizei, hätte die nicht klingeln müssen? Und der hätte man sagen können, ey, du,
Ich habe da meinen Keller offen und ich bin ja alleine, ne? Frau allein, alone at home. Kannst du bitte mal in meinen Keller gehen? Oh, bitte nicht. In meinen Keller gehen und einmal das Knöpfchen drücken. Was war das? Das war das Holz. Du meinst über mir? Nein, das Holz, was in dem anderen Raum da beim Kamin gestapelt war. Ist das umgefallen? Ja. Ach, kein Scheiß. Guck mal da. Ja. Heißt das, jemand ist da gerade oben rumgesprungen? Ja. Ich will das nicht mehr spielen. Jetzt sollte der Strom wieder da sein. Ich muss meine Latte nicht mitnehmen. Ja, ich bin dabei. Aber warum sollte sie das tun? Sollten wir nicht auch mal die Heizung so ein bisschen? Es ist einfach ein altes Haus, ne? Das kann halt mal passieren. Jetzt jemand laufen würde, ne? Ach ja, ich habe abgeschlossen. Dass sie erst zu Ende an der Tür rappeln muss, bis sie dann die Tür wieder aufschließt. Zu welcher Stelle war das wohl, wo das zusammengebrochen ist? Ich denke auf... Ach so, nee, nicht, ich denke, ich stinke nach Schweiß. Wir wollten gestern schon baden. Ein Bad nehmen, bevor ich schlafen gehe. Ich würde gerne wissen, welche Stelle hier über dem Keller ist. Warum steht hier auch eine Nierenschale? Warum stehen hier überall Reisekoffer? Was macht unser Opa beruflich? Warum steht hier Klopapier? Okay, wir haben abgeschlossen. Das Treppenhaus müsste über dem Keller sein. Es ist alles abgeschlossen, okay. Ach nee, hier ist das Bad, okay. Okay, wir sollen baden gehen. Ja, das macht Sinn, das so dahin zu stellen. Leben würde ich mich nicht im Dunkeln da baden, ne? Wir haben bestimmt nur die Augen zu. Weißt du? Trotzdem. Endlich ein Moment von Ruhe. Oh, ich werde auch gern baden heute, aber... Ich muss mal kurz... Gehst du deinen Kuchen gucken? Nicht, dass der mir verbrennt. Okay. Vor lauter Lärm. Ich bade so lange. Oh, jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Ah. Oh. Da hat jemand ein Foto gemacht. Ich hab's von gehört. Uns? Ich hab's gehört, das macht Knips. Ich bin so kaputt, höre ich jetzt schon Dinge. Lass uns einfach nur ins Bett gehen. Ich glaube, in dem Zusammenhang kann man nicht paranoid genug sein. Der erste Kuchen ist fertig. Er muss jetzt auskühlen. Dann bitte zu einem Frankfurter Kranz. Ja, ich will das auch haben. Gut, du herkommst. Dann mache ich ja noch einen fünften. Ich glaube, so schnell bin ich nicht mehr im Fahren. Warum haben wir hier keinen Knopf fürs Treppenhaus beleuchten? Ich hatte alles abgeschlossen. Hier kann keiner rein. Jemand an der Tür gerannt? Das hat gerade gequietscht, wo ich gelaufen bin, weil ich bin schwer. Du bist jetzt schwer traumatisiert. Das auch. Was habe ich heute... Kannst du nicht mal vom Bett gucken? Nee. Wie ist das hier von wegen, ich bin schwer und was man dann so von sich selbst hält und so? Wusstest du, Megan Fox war es, glaube ich, hat dieses Body, das irgendwas... Egal, wie perfekt sie aussieht, sie sieht sich nicht so. Da frage ich mich... Das ist traurig. Ja, aber wenn du es hast, du kannst es ja nicht ändern. Aber woher weißt du, dass du es hast?
Nur weil andere Leute dir sagen, du siehst geil aus und du denkst dir so, meh. Ja, aber denke schon, das wird die einzige Möglichkeit sein, ne? Weil du selbst realisierst das ja nicht. Ja, aber was ist, wenn du jetzt, wenn du doch vielleicht mal an, nur an nette Menschen gerätst, aber eigentlich siehst du wirklich meh aus. Naja. Na gut, ist ja auch gut, dann ist ja auch in Ordnung, wenn, wenn andere dich gut finden und du denkst, ja gut. Oder mein Geräusch. Das klingt, als würde jemand irgendwas zunageln. Klingt, als würde es vom Vorratsraum kommen. Ich finde, das klingt, als würde so ein kleines Kind so tipp, 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 tipp. Kann ich bitte die als Waffe mitnehmen? Oh, oh, oh Gott. Hm? Hallo? Oh Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Das war dein Timer. Ach, nicht mal, ja. Ich dachte, das wäre hier. Darfst mich bei diesem Spiel nicht erschrecken. Kannst du mit F911 schon anrufen? Nein, ich kann nur meine super geile Taschenlampe anmachen. Habe ich die Badezimmertür nicht hinter mir geschlossen gehabt? Ist bestimmt nur eine Ratte. Oh Gott. Oh, entschuldige, Schatten. Hast du dich auch so erschrocken? Ich habe geschrien und sie ist vom Schreibtisch hochgesprungen, so einen halben Meter weggerannt. Entschuldige. Ja, es tut mir leid. Ich habe mich erschrocken. Oh, ist mir warm. Ich muss meine zweite Jacke ein Stück aufmachen. Ich sollte vielleicht anrufen, um zu checken, wie es Liam geht. Was? Ich meine, der Grund, dass das alles hier passiert, hat damit angefangen, weil ich mit dem Schluss gemacht habe. Es ist alles meine Schuld. Ja, nee. Wenn ich doch nur bei Liam geblieben wäre, er würde mich jetzt beschützen. Also Leute, ne? Toxische Beziehungen, nein. Nein, nein, never. Nein. Das, was hier steht, ist absoluter Quark. Aber wir gucken mal weiter. Wir sind einfach bekloppt. Nee, oder? Was nehmen wir? Ich meine, wenn wir ihn anrufen, wüssten wir auch vielleicht auch, ob er hier, was? Ich glaube, dass sie einen ganz gewaltigen Fall von Stockholm-Syndrom entwickelt. Ja, aber ich meine, sie hat sich getrennt. Sie hat den Step gewagt. Ja, nur um es jetzt zu bereuen und wieder in seine Arme zu flüchten. Also, um meinen Standpunkt zu vertreten, müsste ich sagen nein. Wenn wir aber ja sagen, könnten wir vielleicht herausfinden, ob er hier langläuft. Ja. Aber eigentlich müssen wir nein sagen. Gesünder wäre nein. Wir bleiben stark, wir haben uns getrennt, wir bleiben bei unserer Entscheidung, ja? Okay. Mhm. Nein, natürlich nicht. Was denke ich denn hier für einen Scheiß? Ich reiß mich jetzt mal zusammen, aber erstmal stelle ich sicher, dass das Haus leer ist, weil ich mich nicht sicher fühle. Ja, und mein Blutdruck ist wieder halbwegs runter, okay. Der in unserem Albtraum, war das Liam? Ich bin mir nicht sicher, der sah schon aus wie Liam, aber ich fand auch der draußen aus dem Supermarkt und Parkplatz sah Liam auch sehr ähnlich. Ich glaube, das sind aber verschiedene. Ist der Schimmel mehr geworden? Ich glaube, das sind aber zwei verschiedene. Und der sah. Liam sah anders aus, oder? Obwohl, du hast Liam nur kurz gesehen, ne? Ja. Check the house. Check, check, check. Check, check, check. Ich finde das so widerlich, wie die auf einen zurennen. Abgeschlossen. Was hat unser Opa hier gemacht? War davor auch schon ein Steck? Wollte ich nicht nur diese war die Version. Auch zu? Jemand da? Nein? Okay. Stell mal vor, es guckt dir irgendwann mal jemand entgegen. Das kommt sicherlich. Wir wollen bestimmt in die Vorratskammer gucken. Mit der Nieren. Naja, Abstellkammer. Ja, Looks off about that book. Ja, Opa ist bestimmt auch MacGyver und hat hier so ein... Ja, natürlich, Opa. Found a hidden room. Bam, bam,
Was haben wir für ein Grusel-Opal? Was für eine Familie sind wir hier reingeboren worden? Runa News vom 17.08.2013. Die 27 Jahre alte Ashley wurde vermisst gemeldet am 15. August 2013 von ihrem Ehemann. Zwei Tage nachdem sie verschwunden war von in unserem Zuhause. Darf ich jetzt mal sowas ganz, ganz Blödes denken? Ja. Das ist jetzt eine alte Zeitung, ne? Ja. Die Frau war 27. Ist Ashley unsere Mutter? Und Großvater hat sie entführt und dort irgendwo gefangen gehalten? Meinst du? Aber die wurde das letzte die ganzen Nierenschalen und so weiter, ne? Erklärt. Vielleicht durfte sie noch so ein bisschen raus und dann war Sense. Unsere Mutter, 27, welche haben wir denn jetzt 2024? Wirklich in Weiß dem Spiel? Ich nicht. 10, dann wären wir aber 10, 11. Ich rechne ja. Nichts gut, ja, ist richtig. Aber ich meine, vielleicht war sie ja als zum Zeitpunkt ihres also Opa hat sich vielleicht entführt, ja, und wo sie dann schwanger war und alles, dann durfte sie vielleicht das Kind noch so ein bisschen haben und dann, ne, wurde sie vermisst gemeldet. Aber dann wären wir trotzdem jetzt erst 11. Nee, wenn wir bei ihrem Verschwinden schon 7 oder so gewesen so. Wären, 7 oder 8. Ich dachte jetzt eher, weil da steht Last Seen in the Residence und wenn das unten, da unten hier, wo sie zuletzt gesehen worden ist, das ist doch das Haus, wo wir jetzt sind, von unserem Opa. Sehen wir. Das heißt, sie hat da... Oder so. Aber sie hat da ja gewohnt. Vielleicht war sie unsere Oma. Und wir werden ja beobachtet von einem und der wird dann die auch beobachtet haben. Vielleicht hat derjenige auch sie entführt. Was natürlich auch unser Opa sein könnte, das wissen wir ja nicht, aber... Yes. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Is raised suspicion with the husband emerging as a prime person. Natürlich wird der Ehemann als erstes immer verdächtigt. Das ist halt so, ne? The rest is gone. While authorities continue to search for lead, urge anyone. Ja, jemand mit Informationen zu helfen. Ey, aber ich glaube, du bist nicht ganz so abwegig, weil wir haben doch diesen Vermisstenzettel gefunden. Ja, dieses Stückchen. Ja. Also irgendwas wird da sein. Guck mal, Liebling, wir haben es in die News geschafft. Sehr cool, oder? Ha! Dann, aber Liebling, Opa wohnt hier, das heißt, es könnte unsere Oma sein, die angeblich verschwunden ist. Vielleicht haben wir ja auch nicht 2024, sondern sind wir weiter. Oh Gott, was ist denn hier? Ich kann dich nicht ersetzen, Ashley. There is no one that is as... Es ist niemand so special besonders. Besonders wie du. Am 18.08.2013. Die sind 18, 19, 22. Okay, alle so dann nacheinander. Warum hast du mich dazu gezwungen, es zu tun? Ich wollte dir niemals wehtun. Meine Schuld, wieso ist das meine Schuld? Wieso ist das, wie kann das meine Schuld sein? To end like this? Ich wollte das nicht so enden. Du hast mich verlassen. Left me with. Achso, nee, du hast mir keine andere Wahl gelassen. Was zur Hölle habe ich getan? I'm gonna live. Und wie soll ich nur ohne dich weiterleben? Ich habe Angst vor unserem Opa. Stell dir mal vor, wenn ich mir vorstelle, ich war immer bei meinem Opa im Keller, es war jetzt nicht so ein Keller, da war aber nur Angelzeug. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt irgend so ein Regal gefunden und das hier. Was ist der Sinn von all dem? Ich schreibe einer toten Person. I would do anything. Ich würde alles tun, um dich zurückzukriegen. Träume ich? Ich schwöre, dass du es bist. Sie sieht genauso aus wie du. Bist du zu mir zurückgekommen 10 Jahre später? Oder es ist einfach jemand, der sich im Haus unseres Opas versteckt. Just as beautiful. Sie ist genauso hübsch wie du. Der redet von uns, oder? Ja, stimmt. 23. Ja. Ah! Sie muss mein werden. Sie wird es tun, egal was. Can't let her. Ich kann sie nicht gehen lassen. So wie du von mir weggerannt bist. Why would
you want me? What? Why would you want to leave? Warum willst du mich verlassen? I have done nothing but be good. Ich bin auch nur gut zu dir gewesen. Egal, es spielt jetzt keine Rolle mehr. Du wirst mich niemals mehr verlassen. Warum ist es jetzt rot? Wie lange haben wir in dem Raum gestanden? It's probably about time to talk to Gray. Ja, wir sollten mal mit Opa sprechen, was hier so vor sich geht. Das ist nämlich ein bisschen verrückt. Ja, Opa, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja. Ich auch. Ach, ich bin Opa. Mhm, du bist Opa. Opa, bist du da? Ja, ist irgendwas passiert? Ganz schön viel ist passiert. Ich habe gruselige Zettel gekriegt, wurde verfolgt. Ich dachte, es wäre, aber ich denke nicht, dass es Liam ist. Ich habe die Polizei angerufen und die hat irgendjemand verhaftet, der hier ums Haus rumschlich. Aber als ich da gedacht habe, alles ist vorbei, habe ich einen komischen Raum gefunden in deinem Haus. Das komische psychotische Dinge enthält, um das gelinde zu sagen. What? Was? Das ist wahnsinnig. Vielleicht haben die Polizisten den, der diese Zettel hinterlassen haben, verhaftet, ein Versteck da rum. Ich habe da jetzt 10 Jahre gewohnt und niemals einen versteckten Raum gefunden. Ich werde diesen Business-Trip jetzt sofort beenden und schnellstmöglich nach Hause kommen. Ich kann es nicht haben, dass ich dir nicht helfen kann. Trotzdem. Ich würde gerne denken, dass sie ihn verhaftet haben. Aber was ist, wenn er das nicht war? Was ist, wenn da immer noch einer draußen rumläuft? Was ist, wenn die jemanden verhaftet haben, der dafür nur... kann gerade schlecht reden, Opa. Es gibt mir ein komisches Gefühl und lass mich... daran denken. Ja, ich bin schon wieder beim zweiten Kaffee, ist schon wieder vorbei. An was erinnerst du dich über die Person, wo du das Haus von gekauft hast? Wo du gekauft hast, ja, Deutsch. Das kann definitiv der Fall sein. Ich erinnere mich, dass seine Frau ohne eine Spur zu hinterlassen verschwunden ist. Das war das Stadtgespräch für eine ganze Weile. Das sagst du jetzt, ne? Ich hab dir das gerade... Oh, ja, gut. Oh. Und sein Name war... Opa! Hallo! Ernsthaft. Ich habe kein Akku mehr. Und ich hatte keine Zeit, ein Ladegerät mitzubringen. Das ist auch nicht im Laden eingefallen, ne? Nee. Wie lange hat... Welcher Handy-Akku hält 2,5 Tage? Also meiner nicht. Und die Taschenlampe benutzen. Ja, let's go for the flashlight. Ja, ich weiß, wo eine Taschenlampe ist. Ja, ich habe im Keller eine gesehen. Kann ich diesen Regen nicht mitnehmen, falls mich die... Hier, ich war nicht hier. Ich hinterlasse keine Spuren. Können wir die Falltür durchgehen? Weil da sind wir, glaube ich, im Keller, oder? It's locked. Kann ich das bitte wieder zumachen, ja? Ja, nein. Wieso nicht? Mach den Scheiß wieder zu. Er weiß jetzt, dass wir da drin waren. Ja, ich habe extra alles wieder so hingestellt, wie es war. Es ist noch halbwegs hell. Oh, ich habe nicht durchs Peephole geguckt. Oh, ich habe Glück gehabt. Okay. Abschließen? Du hast recht. Du willst nicht, dass jemand reingeht in der Zwischenzeit? Falls er draußen war. Ich dachte gerade, ne? Oh, es ist ja nur der Baum. Ich könnte nicht... Spielen wir unser Auto wieder an? Glaubst du, das können wir jetzt gucken? Hm. Ne. Könntest du mitten im Wald wohnen? Ja. Echt jetzt? Echt, ich müsste... Aber nicht alleine. Ich müsste, ja, nicht alleine. Und ich müsste dicke, fette Vorhänge haben, damit ich nicht in Versuchung komme, nachts rauszugucken, weil ich irgendwas sehen würde. Echt? Ich glaube, ich bräuchte verspiegelte Fenster. Dass ich herausgucken kann, aber keiner rein. War das gerade hier, das Polter, oder war es bei dir? Ich habe auch gerade... Nee, bei mir hat nichts gepoltert. Oh, schon wieder der Musikwechsel. Warum haben wir denn so einen bedrohlichen Keller? Können wir bitte mal die Lampe festziehen? Ah,
Jetzt haben wir eine richtige Taschenlampe. Das Handy-Taschenlampending, ne? Das ist genauso wie meine jetzige Taschenlampe von meinem neuen Handy. Ob du die anhast, Alter. Warum, Spiel? Warum tust du das? Es ist hell. Ich verlasse mich darauf, dass dann alles gut ist. Oh, ich glaube, ich habe Kopfschmerzen. Entschuldigung. Ich höre dich überhaupt nicht schreien, ne? Echt nicht? Nee, du setzt dann sofort aus. Man hört nur mich. Oh, herrlich. Ich glaube, du hast dich echt zu hoch gepegelt. Warte, ich wechsle mal das Mikrofon. Oh, Himmel. Ich sollte nach einer Waffe suchen. Ja, ja, das hätte ich schon am Anfang getan. Gucken wir in Großvater, in Opas Büro. Ich laufe jetzt schon am Tage mit Taschenlampe rum. Wohl brauche ich nicht. Habe ich die Tür abgeschlossen? Tür ist abgeschlossen, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich anders klinge, aber... Ja, ein bisschen mehr nach Badezimmer klingst du. Nach Badezimmer? Ja. Weit weg, oder? Ein bisschen hallig. Sehr komisch. Brighter day, you turn on all the lights in the house. Ja, Entschuldigung, ich bin ein Schisser. Opa hat Chips. Guck mal, hätten wir gar nicht einkaufen fahren müssen. Ey, da ist ein Zettel, den möchte ich gerne lesen. Geht das nicht? Nee? Okay. Oh. Hä? Confusing, ne? Ich hab da einen Schlüssel, warum... Dann nicht. Das ist doch Opas Büro, oder? Oh nein, das muss Opa sein. Ich hoffe... Ist das jetzt besser? Nee, ich glaube immer noch gleich. Finde ich aber jetzt nicht schlimm, man versteht dich ja. Oh. Gott, das ist nicht Opa. Sprichst du Hi, entschuldige, dass ich, wenn ich dich erschreckt habe. Aber ich sollte vorbeikommen und etwas reinigen. Nee, das oder? Stimmt nicht ganz. Moment, I had to. Weißt du? Ah, ich will was richtig stellen. Ja. Du in Amerika so. Sie wollen was bei mir reinigen? Nee. Habe ich nicht geordert. Herrlich. Natürlich willst du das. Du bist der Creep, der letztens da beim Shop mit mir gesprochen hat. Was willst du klarstellen? Hallo, was willst du klarstellen? Ich weiß, das war vielleicht etwas merkwürdig. Das war nicht ganz meine Idee. Liam hat mir gesagt, das zu tun, in der Hoffnung, dass du dich bei ihm wieder sicher fühlst, wenn du zu ihm zurückkämst. Aha, er wollte, dass wir anrufen. Wir haben es nicht getan. Mist. Ich sollte es eigentlich noch einen Schritt weiter treiben, aber das konnte ich nicht. Es tut mir sehr leid. Du tust mir leid. Jetzt macht alles viel mehr Sinn. Danke, dass du mir das gesagt hast. Ich fühle mich trotzdem nicht sicher, wenn du da bist. Kannst du bitte einfach gehen? Natürlich, natürlich. Es tut mir wirklich nochmal Entschuldigung. Okay, aber jetzt geh. Okay. Wenn wir die Tür aufgemacht hätten, dann hätte er uns bestimmt... Ja. Wie lange haben wir da durchgeguckt? 2 Stunden. Mach deine Taschenlampe an. Wirklich? Ist schon wieder Nacht? Ich glaube, wir haben einfach Aussetzer, oder? Das kann gut sein. Wir haben nichts gegessen. Stresst uns das alles so? Also, Tür abgeschlossen. Tür abgeschlossen. Wir gehen mit Taschenlampe ins Bett. Das war nur die Treppe. Die Tür schon immer offen? Ich wollte gerade fragen, eigentlich nicht.
Oder waren wir drin? Doch, wir waren hier drin, um die Waffe zu suchen. Das waren wir, okay. Haben wir eine Waffe gefunden? Nee. Dann hat's ja geklopft. Ich habe einen Schlüssel gesehen. Kam das gerade von der Schlafzimmertür? Ich hoffe nicht. Oh Gott. Oh, das stand da ja auch. Oh Gott. Oder hätte ich doch noch eine Waffe suchen sollen? Ich will das nicht. Hier ist doch, da ist doch ein Schlüsselding. Oh Gott. Du hast gedacht, es ist vorbei. Du fühlst dich jetzt hilflos, oder? Dein Auto funktioniert nicht, dein Telefon ist tot. Die Polizei denkt, sie haben die Person, die hinter all dem steckt, und du weißt immer noch nicht, wer ich bin. Es gibt nichts, das mich aufhalten kann. Was tue ich? Ich weiß, down the other path. Was? If I follow down the other path I saw, when I first got here, maybe I can find some neighbors. Ach so, sie will jetzt draußen einen Weg lang laufen, um Nachbarn zu finden. Ja. Ach so, was soll ich nur tun? Wenn der Nachbar, den wir gesehen haben, eigentlich der ist, der hier drin ist? Dass der nur mal austreten war oder so. Und ich habe gerade vor Schreck, ohne es zu merken, meinen Kaffee über die Tastatur gegossen. Ach du Scheiße. Wieso dieser Herzschlag, ne? Mein Herzschlag passt sich dem ja an. No. Gehe ich durch die Seitentür? Ich glaube, es ist besser, oder? Es ist keiner da. Entschuldigung fürs kurze Klopfen. Ich dachte gerade schon. Ich gehe durch die Seitentür. Ich muss mich mal eben trockenlegen. Da hat dich das Spiel so aufgewühlt. Ich hab's nicht mal gemerkt, ne? Die Tasse liegt hier gerade die ganze Zeit umgekippt. Ich denke, hä? Ich weiß nicht, welchen Weg ich gehen soll. Follow other paths. Welchen anderen Weg? Ich laufe jetzt querfeldein, Hauptsache weg von hier. Oh, einfach wann? Okay, also wohl nicht. Folge dem anderen Weg. Folge dem Weg. Oh, ich hab was gehört. Ist mir egal. Ich lauf weiter. Lauf, 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 lauf. Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Der Blumsack läuft herum. Hier kann ich nicht lang. So ein Scheiß. Ich muss mich rumdrehen. Das ist ein Wald, das macht halt Waldgeräusche. Das sind nur Waldgeräusche, das ist ein Reh. Was ist das zur Hölle? Der Nachbar? Das ist definitiv... Liam's Auto. Alter, wohnt Liam hier drin? Alter, was... ist hier los? Das ist die Falltür zu unserem Haus, oder? Warte, ich mach die Tür wieder zu. Ich bin gar nicht hier. Hat er echt einen Tunnel gegraben? Hey, ich denke, der Tunnel war schon da von dem Psycho, der uns da eh beobachtet und alle anderen die Jahre über. Und Liam hat den... War das Husten gerade dein Mann oder das Spiel? Nein, das Spiel. Echt jetzt? Blut... Ist das Liam? Das ist Liam. Liam ist tot. Wir waren hat er vielleicht ein Handy? Seht ihr, liebe Leute, das passiert, wenn man Leute in eine toxische Beziehung bringt. Ne? Man scheiße ist. Noch beschissener, wenn sich der andere trennt. Dann passiert das. Sie ist mein. Der hat uns in der Badewanne fotografiert. Und nur mein.
Ich will mich nicht rumdrehen. Ich will mich nicht rumdrehen. Oder willst du noch was zu Liam sagen? Nee. Wieso sagt es mir das? Und in welche Richtung muss ich sprinten? Ich sprinte einfach schon mal, ja? Ja. Was ist der Sarg von ihr? Von Ashley. Ist für ein krankes und verdrehtes Individuum. Ja, Ehemann. Ja. Gott, ich will gar nicht wissen, was er mir antun wird. Ja, der Kopf ist ja, der oben lag mit dem Ehering, ne? Ja. Kann ich den auch noch. Was? Wie er kommt? Hörst du die Schritte nicht? Nein. Hallo? Kann ich nicht? Kann ich nicht? Oh Gott. Das ist der Kassierer. Hey, ich konnte nicht mehr. Achso, du bist dran. Hey, ich konnte nicht mehr warten. Ich brauche dich, meine neue Ashley. Also, was du hast die ganze Zeit, der mir diese Briefe geschickt hat. Ich weiß, ich sehe ähnlich aus wie deine Ex-Frau, aber das heißt ja nicht, dass ich sie ersetzen kann. Das interessiert mich nicht. Du siehst mehr als genug nach ihr aus. Komm her, ich habe so lange darauf gewartet. Nee, ich muss wegrennen, bevor es zu spät ist. Oh Gott. Ich habe die Tür oben zugemacht. Ashley! Nein! Oh, wer hat die Polizei denn gerufen? Dein Opa bestimmt. Ja, stimmt. Den haben wir ja noch auf den Weg geschickt. Oh, jemand hat die Tür aufgemacht. Renn! Survived the stalking. Well done. Flawless performance. You didn't caught once. Oh. Die Polizei ist am Tatort gerade noch rechtzeitig angekommen. Dank Opa. Er ist nach Hause geeilt nach dem abrupten Ende von unserem Anruf. Als er zu Hause ankam und er realisierte, dass Kate nirgendwo zu sehen war, hat er ein ganz schlechtes Gefühl bekommen, was vielleicht passiert sein könnte. Er hat die Polizei instant angerufen und sie haben es gerade noch rechtzeitig gemacht. Die Erleichterung, die Opa gefühlt hat, after the news was like nothing else. Was? Die Erleichterung, die Opa fühlte nach den Neuigkeiten, Nachrichten? Unvergleichlich. Unvergleichlich. What happened to everyone? Was ist mit jedem passiert, der involviert war? The man in white van. Der Mann im weißen Van sagte, dass sein Motiv, um draus for being outside home was because he saw a survivor, weil er vor Kates Zuhause einen Fremden gesehen hat und deswegen ist er ihr vom Store aus gefolgt. Natürlich hat die Polizei ihm nicht geglaubt, weil als sie ihn da gesehen haben, war da sonst keiner. Aber als die Nachrichten aber dann hat die Polizei halt ihren Fehler bemerkt und oh, ich hasse weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund. Ne? Irgendwann fängt das bei mir an zu flimmern. Ach, hey. Ja, angeblich soll es ja besser für die Augen sein, für mich überhaupt nicht. Echt, für mich ist es so angenehm. Nee, wenn du jetzt da drauf guckst und guckst dann ein Stück da drüber oder drunter, sehe ich weiße Linien durch diese Schrift und dann kann ich nicht mehr richtig lesen. Auf jeden Fall hat die Polizei ihren Fehler erkannt und sagt jetzt eben die Wahrheit. Und er wurde noch am selben Tag freigelassen. Liams Komplize wurde niemals mehr gesehen nach diesem Vorfall. Der Psychopath, der seine Ex-Frau Ashley, Liam und fast Kate getötet hat, hat lebenslanges Urteil im Gefängnis bekommen. Kate tut ihr Bestes, um sich wieder von dem Vorfall zu erholen, aber es ist schwer. In der Nacht hört sie diese Klopfgeräusche an ihrem
an ihrer Schlafzimmertür disrupting attempts und das hält sie halt vom Schlafen ab. Du, am Tage checkt sie behind and scanning, checkt sie jede Ecke und hat Angst und Paranoia. Hätte ich aber auch. Ja. Danke fürs Spielen. Made by einem Entwickler. Corvin Ruda. Aber gut gemacht. Ja.